Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Mittwochmorgen. Einen wunderschönen. Ich sehe es schon, wir haben 0.05 Uhr, also mitten in der Nacht. Es ist stockdunkel. Ich habe hier schon die Taschenlampe an. Links oben neuer Mod, und zwar der Vehicle Inspector ist jetzt auch mit drin. Also wir sehen, wie viel Kartoffeln oder beziehungsweise Prozentzahl der Valtra drinnen hat. Und der hängt gerade irgendwie fest, aber ich kriege keine Nachricht. Okay. Das war eigentlich nicht so geplant. Oh. Komm, geh du. Der will es aber auch nicht verstehen, ne? So. Da ist ein Baum. Wo will er denn hin? Egal, wir lassen jetzt aber einfach mal weiterarbeiten. Wir wollen ja mal ganz kurz gucken, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau hier. Beim Spritzen. Das habe ich aber tatsächlich auch noch vergessen ein bisschen. Und zwar... jetzt bin ich aus dem ganz kurz rausgetappt. Sorry dafür. So. Und zwar... war es ja... ist ja gestern die... beziehungsweise sehen ja schon zwei Folgen von der... Gemeinderade online gekommen im Multiplayer. Ich hoffe, das neue Projekt gefällt euch. Mir macht es auf jeden Fall richtig viel Bock. Und mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. So. Das wollte ich eigentlich nur mal ganz kurz gesagt haben. So, wir haben jetzt hier auf einem wunderschönen Maisfeld Unkraut drauf und nicht zu wenig. Und das muss weg. Wir fahren noch nichts kaputt. Okay, passt. Wir werden nochmal. Machen wir natürlich mit GPS das Ganze. So, natürlich hier gerade hinfahren. Oder einigermaßen gerade zumindest. Breite 35 Meter. Ja, ich glaube, das kann ganz gut möglich sein. Da ist hier irgendeine. So. Das sieht gleich ganz gut aus. Da fahren wir einfach mal drauf los. Der Baum wird sich nicht ausgehen, das weiß ich jetzt schon, ja. Habe ich mir auch schon gedacht. Dass er ein bisschen im Weg sein wird. Oh. Nein. Wenn man jetzt funktioniert, sondern vorbeikommen. Ja, okay, jetzt ging's. Dann wieder auf GPS-Spur ansetzen. Und der fährt hoffentlich dahin, wo ich ihm es sage. Ja, sieht gut aus. Dann mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn feldertechnisch noch alles zum Bearbeiten? Die 85 spritzen wir gerade, die 80 haben wir schon. Die 86 können wir jetzt weglassen, weil da sind Kartoffeln drauf, die brauchen wir nicht nochmal spritzen. Und gehört uns dann noch ein Feld? Die 77, 82, da ist nichts drauf. Nö. Und der sieht eigentlich auch schon bald fertig aus, auch schon, Ari. Jo, das passt doch. Ah, genau, und ich habe die Global Company Zeichen mit dran genommen, weil die einfach ein bisschen schöner sind auch. Man kann aber die Sachen meines Erachtens besser erkennen. Was Gras, Stroh, Heu. Es ist zwar auf der Stappenbach hier unten mit dran geschrieben. Oh. Aber es ist halt einfach auch nochmal besser zu erkennen so. Wollen wir gleich mal den rechten Streifen hier, was wir stehen gelassen haben. Ach nee. Also eine breite Spritze hat tatsächlich auch ihre Nachteile, ne? Auf jeden Fall, wenn auf dem Feld außenrum Bäume wachsen. Oder man braucht mit dem Teil einfach
und Übung, dann glaube ich, klappt das auch ganz gut. So. Den Rest lasse ich jetzt stehen, weil das lohnt sich nicht, da nochmal ganz hinter zu fahren. Nochmal ganz kurz zu dem, weil ich glaube, das ist noch nicht ganz so klar. Der Sendeplan der Folgen ist wie folgt, und zwar Montag, Dienstag kommt Stappenbach, Mittwoch kommt Gemeinde Rade, Donnerstag, Freitag kommt ebenfalls Stappenbach und Samstag, Sonntag kommt dann wieder Gemeinde Rade. Das ist diese Woche noch ein bisschen anders gewesen, weil es halt ein neues Projekt war und da habe ich halt gleich mal zum Start schon mal ein paar mehr Folgen bringen wollen, aber ab nächster Woche wird das nach Sendeplan zu kommen, wie ich es eben gerade gesagt habe. Das heißt, 4 Folgen Stappenbach und 3 Folgen Gemeinde Rade. So. Ist, glaube ich, so ganz gut aufgeteilt. Wenn die Woche 6 oder 8 Tage hätte, dann könnte ich natürlich von jeder 4 bringen oder von jeder 3. Aber die Woche hat halt eben nur mal 7 Tage. Das heißt, ein Projekt muss ein bisschen öfter und das andere ein bisschen weniger kommen. Und dadurch, dass es ein Multiplayer-Projekt ist auf der Gemeinde Rade, wir halt auch nicht immer die ganze Zeit haben, weil der meistens Termin ist um 9 Uhr und bis man da fertig ist, ist schon mal Video geschnitten, Video hochgeladen, Thumbnail bearbeitet, ist dann schon manchmal 12 Uhr oder später. Und wenn dann noch eine Folge dazu kommt, dann ich muss auch irgendwo meinen Schlaf finden, Leute. Ne? Es ist klar. So, Spitze aus, dann nochmal. Kommen wir ja zu Flüge freut. Komm. Jetzt ein kleine Bäumchen da. So. Dann haben wir hier noch einen Streifen. Oh, Leute, den muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachfragen, weil das weiß ich jetzt selber gar nicht. Gibt es jetzt eigentlich schon den Mod? Der wo nur an dieser Stelle, wo noch gespritzt werden muss, die Spritzendüsen einschaltet und der Rest bleibt aus. Gibt's den schon? Ich weiß es jetzt nämlich gar nicht. Ich glaube, ich habe ihn mal gesehen, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das wisst. Der Wald drängt schon wieder irgendwo fest. Er kriegt zwar keine Nachricht, aber ich sehe es links oben, dass er irgendwo festhängt. So, mit dem Feld sind wir jetzt eigentlich fertig, das heißt, wir können den zurückfahren. Damit, jedenfalls, wir eine weitere Wachstumsstufe erreichen und wir hier nichts kaputt fahren. So, dann springen wir mal ganz kurz zum Wald ra. Mal gucken, was da schon dafür Puppe ist. Du hast das aber auch mit deinen Bäumen. Wo ist der denn? Hier. Also, ich muss auf die Seite hier. Komm mit. So. Ganz kurz gucken. Ist die Version 6.0.2. Ich glaube, die ist tatsächlich die eine von den neueren, oder? Ich glaube schon. So, ich hoffe, er macht jetzt hier weiter. 75% drin, deswegen braucht jetzt dann auch den nächsten Abteil. Oh, das ist, bei der SIA funktioniert das nicht ganz so gut. Da ist der Steuer. Dann fahren wir gleich nochmal zum Händler rüber, weil da haben wir noch ein bisschen was vom Spritzmittel stehen. Oder haben wir den letzten Sommer, glaube ich, nicht ganz aufgebraucht, den Tank? Da steht noch ein bisschen was. Ah, genau, hier. So, weil das der dann auch verschwindet, dann mal. Und wie viel ist denn da noch drin? Er ist immer noch nicht verschwunden? Okay. Ich dachte, wir hätten jetzt
Also haben wir jetzt schon mindestens dreimal wieder bis 100% aufgefüllt von dem. Ich dachte, der wird bald mal leer, aber anscheinend doch nicht. Naja. Ist auch nicht so schlimm. Oh Gott, die braucht aber auf jeden Fall waschen. Wie sieht der aus? Ich bin zu weit drüber gefahren. Sound hat Kollision. Beziehungsweise zu spät gemerkt. So. Dann waschen wir die gute Quernelandspritze hier mal ab. Und Steuer natürlich auch, aber das sieht auch nicht mehr ganz so fresh aus. Mit der Uhr waschen. So, so. Ja, ist gleich ganz gut sauber. Und das sind diese Partikel von dem Strahler. Ich dachte mir gerade, was ist das jetzt, aber was sind die Partikelchen? Ich weiß nicht genau, ob sie ein bisschen Staub darstellen sollen oder einfach symbolisieren, dass die Leuchte an ist. So. Dann stoppen wir uns gleich mal kurz den Xerion und fahren schnell düngen. Ich nehme jetzt einmal den Xerion, weil er schon davor dran hängt. Ist ein bisschen overpowered. Aber egal. So. Licht an. Schon dunkel draußen. Ah, jetzt ist er voll. So, jetzt haben wir alle Radlenkung an. Das Teil nämlich auch um vieles wendiger. Dann werden wir mal ganz kurz den CP-Fahrer ansetzen. Oh, das funktioniert ja nicht, ne? Ja, dann wartet jetzt einfach mal ganz kurz hier. Oder ne, weiß was. Wir schnappen uns einmal den Johnny. Bei der. Ja, bei dem funktioniert es gut. Oh, nicht vergessen. So. Wollen wir noch mal ein bisschen auch vorankommen. So, Kollege. So. Dann nehmen wir uns hier den Johnny ran. Zack. Haben wir das Feld schon kurz? Ich glaube nicht. Was ist das überhaupt für ein Feld? Die 85. 85. Ne, haben wir nicht. Das heißt, machen wir einen neuen Kurs. Feld 85, Vorgewende. Reicht eines. Hier passt. Okay. Dann sind wir am ersten Wegpunkt und dann viel Spaß. Dingen unser Strich. F85 war's. Ja, passt, zack. Dann springen wir mal ganz kurz zum Wald dran, da ist der Abfahrer. Wunderschöne Case Puma. Ah, perfekt, er hat das Abladerohr mal auf der richtigen Seite. So, Kollege, ich bin da.
Also, ich glaube, er bleibt da stehen, ne? Er bleibt stehen. Ein bisschen was hat er noch. Muss mal gucken, ob ich das dann offline fertig mache. Also viel zu tun, glaube ich, haben wir tatsächlich nicht mehr. So, Kollege, ich hätte da hinten noch einen... Ach, der hat er gar nicht mehr drin. Stimmt nicht. Das war so ein bisschen unschön da hinten mit dem Hänger. So, dann parken wir den immer mal. Ja, wir haben noch die Xerion herumstehen, dann fahren wir natürlich gleich wieder zum Hof. So. Ja. Dann stellen wir den noch wieder zurück in seine Garage. Aber wir stellen ihn doch da rein. So, zweite Mutter aus. Der Kollege hat wieder durch den Reifen. Wo steckt er denn jetzt schon wieder fest? Ach Gott, Jo, was machst du denn? Komm mal mit hier, Alter. So. Nein, du fährst jetzt nicht schon wieder in den Wald rein. Böse aus. Stein. Da ist ein Baum. Oh Gott. Aber nicht mehr brauchen wir auf jeden Fall mehr Vorgewinde. Das ist nicht so schön mit anzusehen. Nee, ganz so gar nicht schön. Eieieiei. So, wie weit ist der Johnny? So. Okay, ein paar Bähnchen hat er noch. Das braucht er nochmal pflügen. Ich glaube, ich habe ja einen Pflug-Tiefenlocker mit reingenommen. Doch nicht. Anscheinend doch nicht. Das wäre nämlich der gewesen, den wo wir auf der Gemeinderade auch haben. Ah doch, hier ist er drin. Der ist aber unter Gruppe drin. Ich weiß jetzt nicht, wir können ihn gerne mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass der dann als Tiefenlockerer gilt. Also er wird hier auf jeden Fall als Gruppe gekennzeichnet. Nein, das ist schon der... Oder ist er hier nochmal drin? Nee. Aber warte mal, wir haben da... Oh ja, gut. Ja, wobei... 6 Meter, 230 PS. Ja... Aber das ist wieder, ist auch ein Tiefenlocker. Wir können ihn mal ausprobieren mit dem Flug, ja. Ja, das ist ein Mod. Ja, wir probieren ihn mal aus. Ich weiß nicht, ob er funktioniert. Wobei, wir haben halt die zwei, ne? Hm. Mal gucken, wie wir es machen. Oh, ich glaube, ich habe da gerade das Tor zugemacht. So, der Kollege Johnny ist fertig mit Düngen. Natürlich schön. Da können wir den auch zurück zum Hof fahren. Muss jetzt echt gucken, weil ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was wir noch machen können. Hm. Unsere Felder haben wir, glaube ich, alle soweit bestellt. Hm. Mal gucken, ob mir da noch was einfällt. So. Oh, super. Aber ja, bis morgen wird mir auf jeden Fall was einfallen. Denn liebe Leute, wir sind auch für heute schon wieder fertig. Immer wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen. Ne, übermorgen. Morgen kommt Gemeinderade. Schaut gerne vorbei. Übermorgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Mittwoch. Und haut rein. Und ciao, ciao.